Wir kommen zur zweiten Woche des Retro-Dreikampfes. Gestern habt ihr ja schon beim guten Perodor seine Leistung in Solar Striker gesehen. Das ist auch das Spiel, was er sich bei unserem Dreikampf gewünscht hat. Ich war eigentlich ganz froh, dass er sich dieses Spiel ausgesucht hat, weil ich an das eigentlich sehr, sehr gute Erinnerungen habe. Und zwar war es wirklich eins der ersten Spiele, die ich für den Gameboy besessen habe. Und daher hat sie das so bei mir in das Gehirn reingebrannt, weil ich es natürlich immer und immer wieder gespielt habe. Ich habe es aber nie durchgezockt und ich finde es immer noch relativ schwer. Wie immer, Gentleman's Agreement, wir haben uns darauf geeinigt, vorher die Spiele nicht zu üben. Der Perodor hat es bis zum ersten Boss geschafft, mal gucken, wie weit das ich schaffe. Das letzte Mal habe ich das Spiel letztes Jahr gespielt. Das war, ich glaube, mein dritter Test, den ich überhaupt gemacht habe oder sowas in der Art. Was natürlich auch daher eins der ersten Spiele war, die in meine Sammlung gekommen ist. Also würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es gibt ja nur einen Schwierigkeitsgrad, deswegen muss man das quasi auf normal durchspielen. Und wenn ihr die Folge von Perodor noch nicht gesehen habt, geht sofort auf seinen Kanal und guckt das zuerst, bevor ihr jetzt das hier anschaut. Morgen ist dann der Onkel Weidemann vom Kanal Schroffgezockt dran. Schauen wir mal, wie es läuft und wir starten mal. Ist im Prinzip ein klassischer Shoot'em-up. Glücklicherweise kann man hier Dauerfeuer machen. Und ihr hört es ja schon. Die Musik. Ah, herrlich. Die Musik ist einfach wunderbar. Ich bin leider nicht sehr gut in diesen Spielen. Für mich waren diese Spiele auch nicht immer so unbedingt was, ehrlich gesagt. Ich habe aber so in letzter Zeit mein Gefallen dran gefunden, auf jeden Fall. Und den Trick habe ich aus meiner Kindheit auch noch herausgefunden. Am besten immer dahin schießen, wo sie spawnen quasi. So, wir haben jetzt ein Power-Up. Haben wir etwas mehr Schießkraft auf jeden Fall. Aber es ist schon eigenartig, wie sich so... Weil ich diese erste Mission, weil man natürlich nie weit kam, das Spiel ist auch keine Continuous oder Passwörter oder ähnliches hat, habe ich diesen ersten Level ja wirklich ewig gespielt. Ewig lange. Und deswegen sind mir echt solche Anfangssachen irgendwie in Mark und Bein übergegangen. Ich muss da gar nicht mehr großartig überlegen. Ja, oh, Glück gehabt. Wenn ich mal zwischendurch etwas ruhiger werde, bitte nicht wundern. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Wie gesagt, ohne Passwörter. Ich glaube, als Kind bin ich maximal zum zweiten oder dritten Level gekommen. Ich glaube, es gibt fünf, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So. Ach, den Dreierschuss. Den fand ich immer am besten, ehrlich gesagt. Weil der natürlich so ein bisschen breiter ist. So, die versuchen einen von der Seite zu rammen. Ist eigentlich neutral betrachtet natürlich Basic-Shooter. Also, er zeigt nichts Besonderes. Alles, was er bietet, solider Genre-Standard, würde ich sagen. Aber gerade weil er einfach ist und nur auf das Einfachste reduziert ist, das Spiel kommt ja direkt von Nintendo. Und ihr habt es vielleicht beim Titelbildschirm gesehen. Oh, der Boss. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal drauf, den Kugeln auszuweichen und hoffe, dass der mir hier ein-, zweimal im Bild durchrutscht. Weil wenn ich da jetzt, glaube ich, zu offensiv rangehe. Geschafft. Okay, jetzt bin ich schon mal weiter als der Perodor gekommen. Also ich bin zumindest nicht letzter. Wo war ich denn? Ach genau, Nintendo entwickelt. Sehr früh. 89 ja, glaube ich, schon. Und dadurch war das, denke ich mal, auch eher so ein bisschen als Tech-Demo gemeint. Hier haben wir einen neuen Gegnertyp. Nach dem Motto von wegen, hey, guck mal, der Gameboy, der ist klasse. Weil ihr müsst ja bedenken, damals, als der Gameboy erschien, das war noch gar nicht so klar, dass der so erfolgreich wurde. Vor allem war ja auch relativ zügig sehr gute Konkurrenz, denn auf den Markt kam. Ich sag nur, der Sega Game Gear, der sogar ja das wesentlich überlegenere Display hatte, nämlich Farbe und Hintergrundbeleuchtung, eigentlich vom
Oh, what? Oh, ich wollte es da gerade sagen. Wie konnte ich das bisher überleben? Okay. Auf jeden Fall, so auf dem Papier hätte sich der Gameboy eigentlich nie durchsetzen dürfen, ne? Aber durch halt die klasse Spiele und so weiter. Und natürlich, na gut, dieses Farbdisplay hatte natürlich dann auch noch andere Nachteile, wie zum Beispiel diesen enormen Batteriehunger. Ah, wir haben extra Leben. Hey, es ist doch nicht gleich vorbei. Aber ich wollte das Kind auch immer echt immer gerne in Game Gear haben, aber dann natürlich die Nachteile des Systems nicht wirklich gesehen hat. Das Power-Up habe ich jetzt leider nicht eingesammelt. Schon der Boss? Okay. Selbe Taktik, würde ich sagen. Ach, hier kann ich sogar die Dinger abschießen. Muss ich einfach drauf aufpassen. Also ich hatte das Spiel ja bei dem Test relativ weit gespielt, aber ich glaube auch nur mit Hilfe von Save States. Nach dem Motto von wegen einem Boss mal erledigt, dann schnell mal ein Save State reinhauen. Okay. Ich bin gerade selbst von mir überrascht, ehrlich gesagt. Drittes Level. Okay. Da bin ich schon gerade etwas stolz auf mich, muss ich sagen. Weil ich bin auch eigentlich nicht dieser Hardcore-Gamer. Ich weiß, viele von euch werden jetzt natürlich auch über meine Leistung so ein bisschen lachen können oder sowas. Aber ich bin jetzt auch nicht der eine, der jetzt wirklich die Geduld hat, immer ein Spiel immer und immer und immer wieder zu spielen, um quasi das mein Spielstil zu perfektionieren. Deswegen auch diese ganzen Dark Souls, Cuphead und so weiter. Sowas schreckt mich mittlerweile echt ab, muss ich sagen. Habe ich keinen Bock drauf, mich da irgendwie wirklich durchzuquälen. Da habe ich keine Zeit und keine Lust zu. Dafür gibt es viele, viele andere Spiele, die man zocken kann. Ich habe natürlich großen Respekt für Leute, die das machen, aber ist nichts für mich. Höchstens vielleicht mal bei so Strategietiteln, Rundenstrategie oder sowas, wo man dann wirklich in Ruhe auch knobeln kann, aber so unter Zeitdruck immer. Okay. Das ist auch hier so ein cooler, ne? Hier mit den ganzen Bussen und so weiter. Also ich glaube, so weit kam ich immer als Kind. Aber dann wurde es schon auch Essig? Ja, sag mal so. Wenn man sich konzentrieren muss. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn man das hier ich spiele es ja mit den Retron 5 auf einem größeren Bildschirm spielt, es wirkt einfacher als damals auf den Gameboy-Bildschirm auf den einfachen. Weil man es einfach klarer und größer alles sieht. Aber die Musik ist echt der Hammer. Vor allen Dingen, oh, da bin ich fast gerannt. Das zeigt auch, wie wirklich fähig dieser Gameboy-Chipsatz. Oh, wieder ein Boss. Vielleicht schaffe ich den ja. Ah, what the fuck? Ah! Okay. Petter merken, er geht nach vorne. Dann muss ich nach oben. Okay. Na, okay. Okay. Aber ich habe es auf jeden Fall weiter geschafft, als ich gedacht habe. Deswegen bin ich schon mal stolz auf mich. Lieber Perodor, ich habe dich leider geschlagen. Das heißt, ein Siegspunkt wirst du wahrscheinlich diese Runde auch nicht einheimsen. Tut mir leid, aber mal schauen, wie sich denn morgen der Waldemann schlägt. Also, schaltet morgen dort rein. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und nächste Woche geht es dann weiter mit Tetris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.